ist gefallen. Nur Westlordaeron steht der Unterdrückung durch die Horde noch trotzig entgegen. Die Clans der Orks bereiten sich für den letzten großen Feldzug gegen die dezimierte Allianz vor. Doch Doomhammer sendet eine schlechte Nachricht. Gul'dan und sein Stormreaver-Clan haben die Horde hintergangen und den Twilight-Hammer-Clan gezwungen, am Meeresgrund nach einem antiken Grabmal zu suchen, das sie dort vermuten. Einer von Doomhammers Informanten berichtet, dass Gul'dan tatsächlich vulkanische Inseln vom Meeresboden angehoben und einen verborgenen Graben geöffnet hat. Zwar ist unklar, was der große Hexenmeister aus diesem Grabmal hervorgeholt hat, doch der Befehl ist eindeutig. Vernichte die verräterischen Clans und bestrafe Gul'dan! Entscheidung naht, als die orkischen Horden schon bereitstehen, um nun auch die Hauptstadt von Lordaeron einzunehmen. Wachsam steht über der Ebene die violette Zitadelle von Dalaran, gleichsam wie ein Zeichen der Götterdämmerung. Die Zitadelle, die als Heiligtum für die Magier von Lordaeron dient, ist die letzte Barriere zwischen den Orks und ihrem großen Ziel, der Unterjochung der Menschheit. Zerstöre die Zitadelle und brich dadurch die magischen Kräfte der feindlichen Zauberer. Zum Glück hat Orgrim Doomhammer, der Oberbefehlshaber der Horde, seine schrecklichste Waffe bis zu diesem entscheidenden Moment aufgehoben. Die Drachen! Erheben sich die Alabastermauern von Lordaerons Hauptstadt. Die stolzen und trotzigen Armeen der Allianz scheinen zu ahnen, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Alles wartet nun auf das schrille Kampfsignal um die Verwirklichung unseres großen Ziels. Niemand mehr vermag, die Wellen der Finsternis aufzuhalten.